Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime. Ja. Ui. Wave Beam. Ja, schön, dass ihr auch wieder mit von der Partie seid allesamt. Eklösch. Wow. Wo kommt ihr denn her? Noch mehr Eklösch. Bam und weg. Ein Aufzug. Wo führt er uns hin? Verrate ich noch nicht. Er führt uns aber nicht in einen neuen Sektor. Das ist nur so ein Pseudo-Aufzug. Nichts Besonderes. Ah, okay. Oh. Er führt nach draußen. Was war das? Der Peter Maffei. Wie eklig. Boah, jetzt kriegst du Supermissel. Nee, Supermissel Tauben. Scheiße. Bam! Habt ihr gesehen, wie der geflogen ist? Hey, du. Fischkopf. Oh, er schießt da. Der Hans. Bam! Bam! Was kommt jetzt? Und der schwarze Streif ist wieder da. Und, oh nö. Was sind das? Fliegender Pirat. Für den Luftbodenangriff ausgebildete und ausgerüstete Piraten. Fliegende Piraten zeigen in der Luft ausgezeichnete Manövrierfähigkeiten. Allerdings lässt sich das Hitzemuster ihrer Antriebssysteme hervorragend mit Wärmebildtechnik erfassen. Kommentiert bitte, wie oft wir jetzt schon Wärmebildtechnik gehört haben. Ihre Raketen sind potente Waffensysteme, was auf gewisse Weise auch ihre Antriebssysteme zutrifft. Seitdem ich das System ausstützen, sich die fliegenden Piraten gemäß ihres Codex in einen Selbstmordangriff. Tja. Dann wir müssen. Boah, Mann, jetzt hör auf! Und die schwarzen Streifen nerven. Wow! Boah, der Hans da oben. Hör mal auf jetzt! Da sind noch mehr. Noch Energy. Oh Mann! Hör mal auf jetzt! Psychokind, ey! Boah, wie viel zieht ihr ab? Boah, ja, genau! Boah, jetzt reicht's, ey, jetzt kill ich euch! Bam! Dem hab ich's gegeben, Alter! Ich hab viel Energie verloren. Und die schwarzen Streifen. Hier ist es zu hell, in Mark Moore ist es zu dunkel für den Emulator. Naja, okay. Geht's überhaupt hier lang? Nö, da kamen wir. Von da kamen wir, daran geht's. So. Okay. Noch mehr von dem Zeug. Bam. Weg. Boah. Da ist irgendwas. Boah, da sind Weltraumpiraten. Da ist irgendwas drin. Ein Metroid! Das sind die namensgebenden Viecher des Spiels. Das sind Metroids. Wie eklig, das da rumschwirrt.
Wie glücklich. Oh, was steht da? Lauter interessantes Zeug. Was steht da? Eintrag in die Datenbank der Piraten vorgenommen. Eintrag 10.8.9.1.0. Au, oh, das ist interessant. Die Rekonstruktion der männlichen Lebensform 187, Codename Ridley, wurde kürzlich abgeschlossen. Nachdem er auf Cebes bezwungen wurde, ordnete das Kommando die Wert... Oh man, mein scheiß Deutsch. Ordnete das Kommando an, diverse metagenetische Verbesserungen an ihm vorzunehmen. Obwohl daraus eine gesteigerte Aggressivität resultierte, konnten wir diese Veränderung innerhalb eines Zyklus verwirklichen. Die Metamorphose scheint sehr schmerzvoll gewesen zu sein, aber letzten Endes war sie erfolgreich. Frühe Tests haben eine drastische Zunahme der Körperstärke sowie der Bewegungs- und Angriffsfähigkeiten aufgezeigt. Kybernetische Module und eine Panzerung wurden zusätzlich appliziert. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Neuschöpfung, die wir als Meta-Ridley bezeichnen, das Rückgrat unserer Streitkräfte werden wird. Diese Aufgabe wird er sicherlich mit besonderer Hingabe erfüllen. So, jetzt gehen wir mal den Hamster. Talon Metroid, infolge der Einwirkung durch Phason mutierter Metroid, ähnlich wie die dominierende Spezies von SR388, der Metroid, kann auch der Talon Metroid jeglicher Lebensform Vitalkraft entziehen. Ja, die können quasi unsere Energie aussaugen. Durch den Wechsel zum Morphball und anschließenden Einsatz einer Bombe lässt sich ein Talon Metroid abschütteln. Cool. Ja, cool. Es ist freigekommen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wie eklig. Bam. Bam. Okay, wie komme ich da jetzt? Wow! Erschreck mich doch nicht so. Bam. Du Hans. Geh weg. Geh weg. Jetzt bist weg. Wow, Missile, die will ich. Ja, damit. Oh, da ist irgendeine Morphball-Gang zu irgendwas. Holen wir uns gleich. Boah, hier ist aber viel los. Wow, der da unten steht gerade so schön. Bam. Bam. Kaputt. Noch ein Hans. Boah, verwundet gekickt. Komm her. Bam. Komm her. Bam. Wow. Bams. Okay. Und wir werden jetzt an dieser Stelle einen kurzen Cut machen und sehen uns gleich wieder. Bis gleich.